Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Division, der Anwerber. So heißt hier die neue Mission bzw. die neue Fahndung und wir sind da mittendrin. Wir müssen Mike 1 finden und hier gibt es noch einen Lieutenant Otto und einen Jonas Hound Gunther. Aha, scheint irgendwie, ich möchte ja nichts so sagen, aber irgendwie deutsche Vorfahren zu haben. Okay, wo müssen wir denn rein? Da müssen wir rein, so wie es aussieht. Ah, ich glaube, hier links ist ja die Türe und dann wollen wir uns den Kollegen hier schnappen, den guten Mike 1. Ja, hier ist beleuchtet, aber hier geht's nicht rein. Schubidubidu, wo geht's jetzt rein? Geht's da wieder irgendwo von unten rein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nee, da müssen wir, glaube ich, ums Häuschen rum. Sehr gut oder eben auch nicht. So, jetzt bin ich doch ein kleines bisschen irritiert. Wie war denn das jetzt hier wieder? Müssen wir da irgendwo rein? Wir müssen ein bisschen aufpassen. 6:43 haben wir nur noch. Nee, da war das doch, glaube ich, auch nicht, oder? Hä? Ups. Ups. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Wo kommen wir denn jetzt hier am geschicktesten rein? Jetzt sind wir da. Und doch vielleicht einmal ums Haus rum. Ach nee. Ich wollte das eigentlich vermeiden, in dieses Gefecht jetzt hineingezogen zu werden. Aber das Problem ist nämlich, wir haben nämlich nicht so viel Zeit. So, ist es hier vorne? Ja, hier geht's auch nicht rein. Wo geht's denn jetzt hier nochmal rein in das Gebäude? Wir sind wieder auf der Suche und da kommen wir nicht hoch. Wo geht es wieder rein? Ah, da haben wir jetzt ein... Okay. Wo ist eigentlich unsere Drohne? Zivilisten in Not. Ja, wir haben jetzt auch gerade so einen kleinen Notfall. So, jetzt kommen wir der Sache wieder etwas näher. Ach, da stehen die Jungs und warten nur auf... Oh, 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 oh. Ups. So, Geschütz in Position. Und weg damit. Das stört nur. So, wir haben noch ein paar Raketen. Mal schauen, ob die was bringen. Okay, und es hat Zoom gemacht. So, links scheint jetzt frei zu sein. Da können wir uns langsam vorrobben. Ach, da hinten spurtet noch einer ran. Ja, man weiß es als nicht, welche hier dazugehören und welche nicht, weil das da drüben scheint irgendwas anderes gewesen zu sein. Wir müssen uns aber auf unser Kopfgeld konzentrieren. Auf die Fahndung. So. Ja, dann werden wir unser Gewehrchen hier oder unser Geschützchen wieder einpacken. Und dann müssen wir da irgendwie, ich glaube jetzt... Oh. Okay.
Super. Super. Ja, das ist dann irgendwo da unten. Ich glaube, das ist es nicht. Nein, das ist es wohl nicht, Tim. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen hier im Kreis herumgelaufen. Da geht es nirgends weiter. Ja, laufen wir hier nochmal durch den Metalldetektor. Ach, kann es sein, dass es unten drunter der Eingang ist? Nee, das ist anscheinend hier auch nicht. Ach, jetzt haben wir da irgendwo auf der Seite noch jemanden. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Man hat ja keine Freunde. So, wenn du hochguckst, guckst du direkt in den Lauf dieses Gewehrs. So. Wir könnten uns doch wie erwachsene Leute unterhalten. Also ich weiß ja nicht. Immer diese Aggression. Aber ich tue mich trotzdem immer noch schwer. Wir müssen da irgendwie rein. Und ich weiß echt jetzt gerade im Moment nicht, wo. Ach, lass es Tag werden. Okay. Ist das Portal dann doch vielleicht auf der rechten Seite runter? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich weiß nix. Wie war das nur? Wie war das nur? Ist doch von der anderen Seite. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal ums ganze Haus rumlaufen müssen. Aber die Fahndung ist ja hoffentlich noch aktiv, oder? Kopfgeldeinsatz Mike 1 ist aktiv. So, wir sind hier. Da unten ist der Kollege. Ja. Müssen wir nochmal ums ganze Haus rum oder was? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite war doch kein Eingang. Oder ist da die Tür jetzt erst aufgegangen? Ah, okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, 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 Freunde. Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ach, dass sie sich aber auch immer bewegen müssen. So, in die zweite Verteidigungsreihe zurück. Ah, da kommt der Lieutenant Otto. Der gute Otto ist da. Und ich gebe dir Feuerschutz. Nein. Oh. Ach, da ist der Otto. Mensch, Otto. Otto? Finde ich gut. Links oder rechts, das Beckenbauer 1 sich frug, wohin er das runde Leder flanken sollte. Genau, wir kommen von der Seite. Ich halte das für eine normale militärische Taktik. So. Und vor allen Dingen legitim. Bumsdi-bumsdi-bums. Hier aufheben. Aufheben, mitnehmen, einsammeln.
Gut, ah, sehr schön. Jetzt kommt ja auch mal langsam Licht ins Dunkle. Und da haben wir noch ein bisschen Spezialmunition. Auch das kann nie schaden. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. So. Tja, dann würde ich doch sagen, dann wünschen wir euch einen schönen guten Abend, ne, Freunde? Ja, wer so ungestüm nach vorne rennt, ist selber schuld. Oh, da ist eine Vase. Ups, da war eine Vase. Wie ein Treffer. So, so, da drüben lungert noch einer rum. Will sich nicht in sein Schicksal ergeben. Ich passe auf. Worauf? Ich passe immer noch auf. Naja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Gut gesprochen, mein Freund. So, wie sieht's mit der Feuerunterstützung aus? Wie sieht's mit der Feuerunterstützung aus? Okay, ach, da hinten. Da hinten treibt sich noch was rum. So, hier sammeln wir ein. Oh, Munition, Munition. Dich nehmen wir mit, mein Freund. Auf der Seite war nichts. Nein. Einmal aufheben. Und erzähl mir bloß nicht, ich würde über die Flanke kommen. Ja, wir machen das so. Hier ist doch eigentlich ideal. Stoppele, stoppele, stoppele. Wir machen jetzt... Zack, dann kann der schon mal ein bisschen aufräumen. Technik sollte man auch einsetzen, wenn man sie zur Verfügung hat. Oh, da sind zwei von den Jungs drin. Ja, mein Geschütz ist halt schon gut. Das ist richtig gut. So, erstmal müssen wir noch Gunther finden. Oh, da lädt sich irgendwas auf. Aha, wo geht's lang? Links oder rechts? Ja, klar. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Nö. Nö, nö, nö. Ah, okay. Nö, nö, nö. Da sehen Sie die bösen Buben. Haben sich doch tatsächlich hier versteckt. Ach du Schande. Oh. Oh. Das ist Gunther. Nicht Gunther Sachs. Okay, dich hat's jetzt schon mal. Mein Freund Gunther. Ah, jetzt läuft er weg. Ist klar. Ist klar, nee. Jetzt habe ich mal ihm eine nette, feine Handgranate zur Verfügung gestellt. So, was will der hier? Selber schuld.
elektrisches Funksignal abgefangen. Sie brauchen jemanden mit Programmiererfahrung bei der Solarfarm. Ich bin nur eine Drohnenführerin. Cindy, Sie sind mehr als eine Drohnenführerin. So viel mehr. Wenigstens könnten Sie das sein. Ich erkenne Ihr Potenzial. Bitte reden Sie Ihr Talent nicht klein. Agent, gehen Sie zur Solarfarm. Sokolova will Cindy manipulieren, aber Schmeicheleien ziehen bei ihr nicht. Dazu ist sie zu klug. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Ja, kluge Frauen. Wie es aussieht, haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Ah, sind wir schon durch? Sehr schön. Das ist doch schön, 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 schön. Okay, dann würden wir doch mal schauen, wie wir hier am besten zur Solarfarm kommen. So, und das hier machen wir weg. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier ein bisschen was, ja, unser Öhrchen können wir doch hier wieder ein bisschen pimpen. Okay, dann machen wir hier mal voll. Okay, sehr gut. Okay, so, jetzt schauen wir mal. Die Solarfarm finden wir hier auf dem Kontrollpunkt. Ja, sehr, sehr gut. Das ist in der Nähe, da müssen wir nicht so weit laufen. Jetzt müssen wir nur wieder schauen, dass wir irgendwie hier rauskommen. Dass wir hier am schnellsten wieder rauskommen. Ich glaube, hier war der Ausgang. Auch wenn das jetzt die andere Seite ist. Ist denn mittlerweile wieder Tag? Guten Tag. So. Da unten patrouilliert. Die Luft ist soweit rein, dort müssen wir hin. Sehr schön, dann werden wir uns mal hier zur Solarfarm begeben. Es sind nur 123 Meter. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dort schon unsere Cindy befreien können. Ich sag wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein für diese Folge der neuen Fahndungen Division 2. Und zwar der Anwerber. Ich sag danke, bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Tschüss, ciao, cheerio.